damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und extravagante Neue. Wo habe ich mit Montana Black 75.798 Follower gemacht? Wenn man auf Instagram ein Bild oder ein Video in seine Story posten will, dann wird einem ein Video, was vor 5 Jahren genau am selben Tag aufgenommen wurde, vorgeschlagen. Und bei mir ist das halt wirklich totale Katastrophe, Digga. Was habe ich mir dabei gedacht? Was ist das, Digga? Warum poste ich einfach? Guck mal, wie sehe ich denn da aus? Bro, was ist das? Wisst ihr eigentlich, was ich von meiner Oma zu Ostern bekommen habe? Ah ja, da kann ich mich ja noch dran erinnern. Playboy Played Lovely. Wisst ihr, was das für ein Parfüm ist? Danke, Oma, wirklich, du bist die Beste. Trage ich bis heute noch. Deswegen drehen sich die alle in der Uni immer um. Weil die denken, da hinten sitzt Scheier, aber dann drehen die sich um und die sehen... Getrieben von Details und Schönheit, in der sich Gott spiegelt. Einen kompletten Vollidioten, Digga, der nicht mal irgendwas checkt in der Uni. Oder hier, Digga, der hat einfach ein Referat über mich gemacht. Über meine Songs. Der Typ ist safe durchgeflogen. Probleme und ich kill sie mit dem Ball. Keine Ahnung, warum ich das so lustig fand damals, aber auch ich, wenn du mal wieder 20 Bitches weggeknallt hast, wenn du einen Film ab 18 guckst, du aber erst 17 bist, wenn dein Lehrer dich dran nimmt, weil er denkt, du weißt die Antwort nicht, aber du sie doch weißt. Ich beschwere mich über Snapchat Spotlight, aber ich war genauso. Bro, was ist das, Digga? Was ist das? Und ich gucke in die Kommentare. Bruder, hab dich vor 10 Minuten zum ersten Mal gesehen. Und du und Money F, keine Ahnung, wer Money F ist, sind einfach so geile Menschen. Ja, Mann, Digga, safe. Ich hab auch ihn zum ersten Mal gesehen, ja? Bro, du bist so ein geiler Mensch, Digga. Du hast bestimmt richtig heftigen Charakter. So, Leute, was geht? Euer Matthias wieder back am Start. Alles klar, Bro. Ja, Mann, Alter. Du und Money F, Digga. Money F sitzt da hinten und denkt sich... Was, Bruder? Naja, wirklich keine Ahnung, Digga. Auf jeden Fall, ich gehe auf YouTube. Und die Ereignisse überschlagen sich. Ich sehe nur Beef, Mois, Maestro. Und ich habe wirklich keine Ahnung. Ich will mich da gar nicht einmischen, weil ich kenne mich gar nicht aus. Aber wirklich, Maestro ballert da so ein Statement raus, Alter. Man kann das so richtig wirklich nachvollziehen. Man ist da wirklich drin in einem Statement. Und das Statement von Mois ist zusammengefasst einfach nur... Ich wusste nicht, dass ich einen Bruder bezahlen muss. Nur wirklich, und ich guck in die Kommentare, Digga, und die Kommentare sind halt wirklich immer noch das Beste. Bei Mois bedeutet Bruder einfach unbezahlter Praktikant. Finanzamt, zahl deine Steuern. Mois. Ich wusste nicht, dass ich einen Bruder bezahlen muss. Allem das beste Format aus einer Idee. Soll ich dir auszahlen oder mir selbst doppelt? Bro, Digga. Nee, aber wirklich, der Typ ist halt einfach ein richtig krasser Geschäftsmann. Wisst ihr, so, ich habe eine Firma mit einem Kollegen und wir machen 50-50. Habe ich nicht wirklich, ich bin YouTuber, Bruder, ich... Was für Firma. So, aber warum 50-50 machen, wenn ich auch einfach 100-0 machen kann? Dieses Video hat gar keinen Zusammenhang, dieses Video hat gar kein Skript, Digga. Ich habe keine Ahnung, Mann, weil ich gehe auf TikTok und wirklich alles ist voll mit diesem Beef. Es gibt nicht-nicht-Videos von irgendwas anderem. Nicht-nicht-Videos, Bro, ich sollte echt mal einen Sprachkurs besuchen gehen. Oh mein Gott, ich weiß, wer Money F ist. Das ist Money F. Ja, das Video hat irgendwie keinen Ton, keine Ahnung, aber Mama Luba, the vibe. Wieso feiern wir nicht jeden Tag wie unseren Birthday? I mean, Bro, wirklich Money F. Ja, Mann, Digga, Money F ist ein richtig geiler Mensch, der nicht mal die deutsche Grammatik und Rechtschreibung beherrscht. Ja, da kommt gar kein Ton, Bro, weil ich verkackt habe in der Aufnahme. Bro, er trinkt Cola. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Dieses Video war absolut beschissen, aber ich würde mich trotzdem über ein Like freuen. Also like das Video, teilt das Video und... Bro, was geht? Machen wir Firma auf? Nein, nicht 50-50. Machen wir 100-0. Ich wusste nicht, dass ich einen Bruder bezahlen muss.